Unterstützung erhielt Günter Grass inzwischen von vielen Seiten. Allerdings besteht eine auffällige Diskrepanz zwischen der öffentlichen und der veröffentlichten Meinung, meint Jakob Augstein, Verleger der Wochenzeitung Freitag, gestern Abend bei Günter Jauch. Zu den Unterstützern in der Sache gehört auch der Nahostexperte Michael Lüders, der bei Jauch mit im Publikum saß. Er wies auf die israelischen Angriffspläne schon für Januar 2012 hin. Denen hatten sich die USA unter Barack Obama in den Weg gestellt. Derzeit sei ein Angriff von Aserbaidschan aus geplant. Israel habe Hunderte von Atombomben ohne internationale Kontrolle. Der Iran könne Israel gar nicht ausradieren, weil er keine Atombombe habe und auch an keiner baue. Das hätten selbst der amerikanische Geheimdienst bestätigt. Die angebliche iranische Kriegsdrohung Ahmadinejads sei ein Übersetzungsfehler. Aber bei einem israelischen Angriff auf den Iran sei Grass rehabilitiert. Dazu Mama Bus nervige Frage: Und wenn der Angriff ausbleibt? Ist Günter Grass dann reif für den Friedensnobelpreis? Auch der Nahostexperte Udo Steinbach unterstützt in einem Interview Günter Grass in seiner Israel-Kritik. Steinbach hat 30 Jahre lang das Deutsche Orient-Institut in Hamburg geleitet und war auch schon als Referent in Bad Segeberg zu Gast. Er nennt das Grass-Gedicht einen großartigen Beitrag, um einen Krieg herumzukommen, der schon programmiert scheint. Grass habe das israelische Atomprogramm zum Thema gemacht und damit ein Tabu gebrochen. Denn Israel lässt keine Kontrolle zu und hat nicht den Atomwaffensperrvertrag unterzeichnet. Außerdem hat Israel die Rückendeckung des Westens. Israels Ministerpräsident Netanyahu wolle mit dem Militärschlag gegen den Iran von der Palästina-Frage ablenken. Sigmar Gabriels Vergleich mit dem ehemaligen Apartheid-Regime Südafrikas habe das Kind beim Namen genannt. Das ganze Interview mit Udo Steinbach kann bei lnonline.de nachgelesen werden, ebenso etliche weitere Leserbriefe zum Grass-Gedicht in der Lübecker Nachrichten-Printausgabe vom Sonntag.